Hey Leute, erinnert ihr euch noch an den hier? Ja, sicher tut ihr das. Zumindest wenn ihr in den 70ern, 80ern, 90ern oder den frühen 2000ern hin und wieder Cartoons angeschaut habt. Dieser Hund ist nämlich Scooby-Doo. Und zusammen mit Velma Dinkel, Shaggy, Daphne Blake und Fred Jones bildete er die Mysterious Five oder auch die Scooby-Doo Mystery Inc. Und sie klären regelmäßig auch die schwierigsten Fälle auf. Tja, Mr. Weatherby, leider brauche ich Ihnen den Geist nicht mehr vorzustellen. Wenn wir ihn abgeschminkt haben, dann werden Sie gleich sehen, warum. Das ist sein wahres Gesicht. Oh, Onkel Stuart! Einfach geil, oder? Auch heute noch, Scooby-Doo und seine Crew begeisterten über die Jahrzehnte zahllose Kinder auf der ganzen Welt und in regelmäßigen Abständen erfuhr das Franchise Remakes, Kinofilme, ja, und sonstige Produktionen. Der Hund Scooby-Doo und seine Scooby-Snacks und seine Freunde sind heute tief verwurzelt in der Popkultur. Sie sind heute Memes und der Gag, dass Shaggy so etwas wie ein Gott ist und immer nur einen Bruchteil seiner wahren Kraft nutzt, sind im Internet Kult. Generationen sind mit dem amerikanischen Äquivalent zu vielleicht noch TKKG aufgewachsen. Auch ich bin damit aufgewachsen und die Geschichten vom verstrahlten Shaggy und seinem lustigen Hund Scooby sind einfach, ja, schön und haben immer auch eine wichtige Botschaft. Die lautet, nichts ist so schlimm, wie es auf dem ersten Blick erscheint und wir müssen nicht nach Monstern unter unserem Bett suchen, weil es unsere Mitmenschen sind, die gefährlich sein können. Dass das Kinder sehen und hören, ist durchaus wichtig. Und es können eben Kinder auch sehen und hören. Denn Scooby-Doo ist immer nur höchstens gruselig. Aber es passiert niemandem etwas Schlimmes. Oder zumindest war es eben bisher so. Dieser Ausschnitt stammt aus dem Trailer zu Velma, einem modernen, möchte nicht sagen Reboot, aber vielleicht einer erweiterten Fanfiction zu Scooby-Doo. Diese Serie erzählt nämlich die Vorgeschichte zu Scooby-Doo aus der Sicht von namensgebend Velma. Zu sehen ist sie auf HBO Max und stammt aus der Feder von Mindy Kaling. Bekannt wurde sie durch ihre Rolle im amerikanischen The Office. Auf Netflix könnte man sie gesehen haben im The Mindy Project oder jetzt eben in Velma. Die Serie stand aber schon vor ihrem Start unter keinem guten Stern, da viele im Internet kreative Änderungen an den Charakteren stark kritisierten. Der immer leicht bekifft wirkende Shaggy wurde zum Afroamerikaner und verlor seinen Spitznamen, was ihn zu Norville macht. Und auch sonst wurde viel an ihm verändert. Ja, cool. Cool. Die nerdige Velma Dinkel erhielt ebenfalls eine neue Rasse und ist in der nach ihr genannten Serie genau wie Kaling selbst nun aus dem Süden Asiens. Am schlimmsten traf es jedoch Scooby-Doo selbst. Der flog nämlich komplett aus der Serie und kommt in Velma gar nicht mehr vor. Das alleine ist für viele Menschen, die mit Scooby-Doo und Q aufgewachsen sind, ja schon eine Beleidigung ihrer liebgewonnenen Kindheitserinnerungen. Eine Scooby-Doo-Serie ohne Scooby-Doo. Aber natürlich könnte man sagen, dass eine neue Zeit, eine neue Interpretation für eine neue Generation Kinder durchaus erlaubt. Ja, nur im Fall Velmas wäre dieses Argument komplett unsinnig. Denn Velma will keine neue Generation Kinder unterhalten und ihnen etwas fürs Leben beibringen. Sie will auf die Nostalgie von Erwachsenen bauen, die die Klassiker als Kinder gesehen haben. Velma ist nämlich keine Serie für Kinder. Ich habe mir die ersten beiden Folgen auf HBO Max angeschaut und kann klar sagen, kein Elternteil sollte seine Kinder vor diese Show setzen. Wirklich nicht, lasst es. Denn anstatt Rätsel zu lösen und Bösewichte zu überführen, setzt Velma auf die Themen Rasse, Sexismus, sexualisierte Gewalt und die Erniedrigung und Herabsetzung anderer. Zwar kann ich euch die entsprechenden Clips jetzt aus Copyright-Gründen hier leider nicht zeigen, im Netz gibt es aber lustigerweise Screenshots von den gleichen Stellen, die auch mir aufgefallen sind. Die Gags gehen immer so. Fred hat einen kleinen Penis. Weiße Menschen sind privilegiert, dumm oder straight direkt Nazis, die den Hitlergruß zeigen. Und in keiner Sekunde ist das wirklich lustig. Velma fühlt sich an wie der Fiebertraum eines 17-jährigen Mädchens, welches in einer Twitter-Filterblase lebt und deren ganzes Leben nur von den Begriffen Rasse und Sex bestimmt wird. Die neue Velma ist zudem diejenige, die den Ton angibt. Alle anderen haben vor ihrem gewaltigen Intellekt zu schweigen. Okay, Daphne, I'm the brains of this operation. You're just the look, style and effortless charm.
We do make a good team, don't we? Und mal ehrlich, natürlich hat sich ja Mindy Kaling selbst in ihre Neuinterpretation der Serie hineingeschrieben. Genau wie sie es schon beim Mindy Project getan hat. Hier ist es aber natürlich schwieriger, weil sie existierendes Material nimmt und verändert. Und dabei auch ganz bewusst versucht, die Nostalgie alter Fans mitzunehmen. Jedoch steht bei der neuen Velma nicht das Lösen von Rätseln im Mittelpunkt, sondern eben eine politische Botschaft, die alles andere so spürbar überstrahlt, dass es keinen Spaß mehr macht. Und die lautet: Weiße Menschen sind das Übel dieser Welt. Und was für den US-Markt vielleicht noch ein kleines bisschen funktioniert, ist in der restlichen Welt einfach nur noch, ja, sagen wir, wie es ist, peinlich. Am Ende ist Velma wohl eine der schlechtesten Serien, die jemals produziert wurden. Und das sage nicht ich, sondern die recht zuverlässige Seite Rotten Tomatoes, welche Bewertungen von professionellen Kritikern wie normalen Zuschauern einfängt. Dort hat Velma nur 55% Zustimmung bei den Kritikern und erhielt von 4.827 Zuschauern eine Bewertung von 6% aus möglichen 100%. Velma ist als Charakter aggressiv, beleidigend und respektlos. Sie behandelt alles und jeden herablassend und abfällig. Sie ist sexistisch in der Form, dass sie Männer herabwürdigt dafür, dass sie Männer sind. Sie ist eine Rassistin, die weiße Menschen herabsetzt, weil sie weiß sind. Und sie verhält sich generell wie ein gewaltiges A-Loch. Und doch ist die Serie so geschrieben, dass sie immer gewinnt und schlauer ist als alle anderen. Sie ist, wie man sagt, eine Mary Sue. Sie wächst nicht als Charakter und wächst nicht an ihren Aufgaben, sondern ist einfach überlegen geboren. Ähnlich wie Rey in den neuen Star Wars Filmen. Und damit ist Velma keine Geschichte einer starken, unabhängigen Frau, die in einer Welt dominiert von weisen Männern ihren Weg findet. Sondern es ist die Geschichte einer Frau, die überlegen geboren wurde und auf alles hinabblickt, was nicht ihre politische Weltanschauung teilt oder ein anderes Geschlecht hat. Und selbst andere Frauen werden meist als dumm dargestellt. Oder anders gesagt, Velma ist wohl einer der schlechtesten Charaktere, die ich jemals erlebt habe. Und diese Tatsache hat in den USA sogar zur Bildung einer neuen Verschwörungstheorie geführt. So denken einige, dass Mandy Kaling in Wirklichkeit nicht wirklich eine übertrieben woke Frau aus dem Elfenbeinturm Hollywoods ist, sondern in Wahrheit eine Vertreterin des konservativen Lagers, die mit Velma versucht, allen sehr deutlich zu zeigen, wie krank und entgleist die Weltanschauung linker Menschen doch wirklich ist. In ihren Augen ist Velma also der bewusste Versuch, linke Denkmuster mit einer überzogenen Darstellung dieser Werte zu diskreditieren. Linke hassen Velma also, weil sie denken, Kaling habe eine nicht so augenzwingende Karikatur ihrer Werte produziert. Rechte hassen Velma, weil, naja, wo es wohl das wokeste Stück ist, was jemals in der Geschichte Hollywoods produziert wurde. Und alle anderen dürften die Geschichte einfach schwach finden, weil sie genau das ist. Einfach extrem schwach. Und damit schafft Velma dann etwas, was sicherlich niemandes Absicht jemals gewesen ist. Es bringt die Menschen aller Lager ein bisschen näher zusammen, weil sie alle zusammen Velma scheiße finden. Mein Vorschlag für den Friedensnobelpreis steht damit dann auch schon fest. Hey, danke fürs Zuschauen. Was denkst du, ist Velma wirklich so schlecht, wie alle sagen, oder ist es ein Politikum? Hast du es selber gesehen oder nicht? Interessierst du dich dafür oder ist es dir komplett egal? Schreib mir einen Kommentar, würde mich natürlich sehr freuen. Und wenn du dich generell für solche Themen interessierst, wie Gesellschaftspolitik und ja, Politik im Allgemeinen und auch vor allem Verschwörungstheorie, bist du hier relativ gut aufgehoben auf diesem Kanal. Es wäre schön, wenn du wiederkommst. Und wenn du es noch nicht gesehen hast, dieses Jahr sind wieder viele Wahlen und da wird auch das Thema Flucht und Migration wieder eine Rolle spielen. Dazu habe ich ein Video gemacht, wo ich die Frage mal genauer anschaue. Sind Ausländer wirklich krimineller als Deutsche? Wenn du es noch nicht gesehen hast, schau da auch mal rein. Vielleicht interessiert es dich ja. In dem Fall, woke Grüße an alle anderen. Bleibt untot. Wir sehen uns bald schon wieder. Euer Wolfi.